the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Ich bin Edwin Bröse, spiele bei der U17 vom FC Energie Cottbus, bin dort Kapitän und spiele U17 Bundesliga. Ja, ich bin Michel Tautsch, spiele bei der U15 und bin aktuell Stürmer. Hallo, ich bin Gennaro Mewes, ich spiele in der U15 bei Energie Cottbus, bin da auch Kapitän. Ich bin Tobi Wachentin, ich spiele in der U17 von Energie Cottbus und bin heute beim Talentetraining dabei. Was ich erwarte, also natürlich Spaß haben am Fußballspielen, vielleicht neue Elemente oder auch einfach nur Sachen festigen. Und einfach eine coole Einheit mit dem Cheftrainer der ersten Mannschaft. Also ich hoffe ein bisschen, dass es mir leicht werden wird, aber ich habe kein Problem, wenn ich mich sehr anstrengen muss. Ja, ich glaube, also für ich schwer in der U15 wird schon hartes Training, weil die meisten sind ja älter als ich. Na, ich denke, es wird eher schwer, weil ich einer der Jüngeren bin. Aber ich werde mich trotzdem anstrengen und ich weiß ja, dass ich nicht zu Unrecht hier bin und deswegen werde ich mein Bestes geben. Nee, habe ich eben den Jungs auch gesagt, alle total engagiert, vor allem keiner meckert. Selbst wenn man einer so ein Foulspiel hat und das Spiel läuft weiter, sehr aufnahmefähig, sehr gierig. Das ist eigentlich das, was ich am liebsten begleite, so wie ich das immer nenne, Bock auf Fußball. Unbekümmert, total frech, total mutig, entschlossen. Ja, und deswegen macht das Spaß und dann versuchen wir unser Feedback, wo wir glauben halt, was den Fußball, was der Fußball braucht, dass die auch individuell sich da zeigen sollen, dass sie keine Angst haben, mal einen Fehler zu machen oder mal einen Ball zu verlieren oder mal einen Dribbling zu verlieren. Und das haben wir alles gesehen, hatte ich aber auch schon im alten Jahr, haben wir das auch schon mal gemacht, wo das auch sehr gut war. Haben jetzt auch letzte Woche, Mittwoch, habe ich mir U17 angeguckt, auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel war. Also ich versuche oder wir versuchen das von oben so gut wie möglich zu unterstützen. Your words up on the wall as you're praying for my fall and the laughter in the halls and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Ich dachte noch ein bisschen länger, aber war eine geile Einheit. Kurze Aufwärmung, kurzes Passspiel und dann auch schon in die Spielform. Es hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir machen es bald wieder. Wie Herr Wollitz mit uns geredet hat, der war halt komplett aktiv dabei beim Training und hat sehr viel gecoacht. Und dadurch hat man halt sehr viel Hilfe bekommen. Auf jeden Fall die Tipps, die er gegeben hat, so was auch Vororientierung angeht und sowas alles. Und natürlich auch, was die anderen Spieler so geleistet haben, was sie so gemacht haben, da schaue ich mir natürlich was ab. Ja, ich finde, gegen Ältere und so, man hat schon den Unterschied gemerkt, man wurde mehr gefordert und es war schon intensiver so von dem Ding her. Und die Erwärmung und so war auch was ganz anderes, so halt eine neue Erwärmung braucht man was ganz anderes als wie bei uns. Ich hoffe, ich bin auch nächstes Mal dabei. Ich habe aber jetzt die U17 das auch in Aussicht gestellt, den einen oder anderen Spieler, zumindest wenn wir Positionsspiele machen, wenn wir Passspiele machen, wenn wir Abläufe machen ohne Gegenspieler, aber einfach so hier Abläufe, die die erste Mannschaft auch machen, wie man sich in gewissen Räumen zu verhalten haben. Das haben wir sogar den U15-Spielern den einen oder anderen in Aussicht gestellt, das zu machen. Machen wir das so oft wie möglich. Ich hoffe jetzt regelmäßig, wenn möglich, alle 14 Tage, 3 Wochen wäre optimal.